Willkommen hier bei Urbex mit Mel und Alex. Da das Objekt hier komplett an der Hauptstraße liegt oder Bundesstraße, während sich meine Frau hier an den Dornen fast schon verheddert, sind wir erstmal hier hochgesprintet. Das Haus haben wir mal durch Zufall entdeckt und haben uns gedacht, spontan, wir gucken mal hier, was es so gibt. Upsala. Auf jeden Fall gibt es hier verdammt viel Dornen und Röslein. Mal gucken, ob wir irgendwo reinkommen. Ich wünsche schon mal viel Spaß und ich würde sagen, da gehen wir mal rein. Ach so, und an alle Freunde hier draußen aus Österreich und der Schweiz, Servus und grüß euch, gell? Grüezi. Also auch euch viel Spaß beim Video. Ne? So, da gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Diese kleine Waschküche oder so, würde ich mal sagen, dass wir hier haben. Oh, der Fokus spinnt hier schon wieder rum. Da entschuldige ich mich. Aber ansonsten haben wir jetzt hier nicht wirklich viel. Also ein kaputtes Fenster noch. Viel Spinnenweben. Scheint auf jeden Fall sehr lange schon leer zu stehen. Wie gesagt, vorne vom Haupteingang aus, von der Straße aus, der Eingang ist mit Holz vernagelt. Und auch der Seiteneingang ist zu gewesen. Mal gucken. Oh, hier geht's auf. Oh, schön. Toll. Alles klar. Was hast du jetzt gemacht? So, damit ihr auch, wie gesagt, hier immer alles live mitbekommt. Die Dame hat mal kurz das Handy versenkt beim Reinklettern. Ich habe mein Handy weggeschmissen, weil ich habe Muskelkater und kann mit meiner dolle Batsch fies sofort dran. Also wir gehen jetzt mal rein und dann gucken wir uns mal um. Ihr habt ja gesehen, die Toilette ist draußen. Also wird interessant werden. So, da sind wir drin. Ich mache der Dame nochmal Licht. Und hier, keine Ahnung, ich würde mal sagen, war eine Art Badezimmer. Könnte es gewesen sein. Hier ist natürlich leer, aber es könnte mal hier eine Wanne oder Dusche gestanden haben oder so. Komische Art der Farbe hier. Ganz eigenartig. So, dann haben wir hier einen Sicherungskasten. Ja. Strom scheint hier aber keiner mehr zu laufen. Und dann haben wir, Leute. Ganz klar für Schluss. Ja, Keller, ihr wisst Bescheid. Wir machen erstmal das Erdgeschoss weiter. Bleibt dran. So, das hier ist eigentlich die Eingangstür, wo du reinkommst. Die Dame war schon in dem Raum hier rechts davon. Hier ist das Fenster so ein bisschen zu. Nee, hier ist auch erst eine Art Waschküche oder so. Aber auch nicht mehr dran. Ah, hier wie früher immer hier so Schränke und Regale in das Mauerwerk eingearbeitet. Sehr schön, sehr schön. Ein bisschen Fliesen, aber es sind leider Aufkleber. Schade. Früher gab es das ja ab und zu auch wirklich hier gemalert. So an der Frau vorbei. Hier haben wir schon eine Tür. Dann sieht man hier noch immer die alten Öfen. Zu nah gehe ich jetzt nicht an die Fenster, weil mit Lampe hier und in der Dunkelheit langsam. Ihr wisst ja, Unruhen zurückgestellt, dementsprechend alles schneller. Trotzdem dunkel, irgendwie bei uns zumindest. Hier wurde auf jeden Fall irgendwie mal versucht zu renovieren. Weil es ist leer. Aber irgendwie sieht es aus, als wäre es trotzdem mal versucht worden zu renovieren. Das ist natürlich hier Tapete. Nichts wirklich Gemauertes. Dann gehen wir rum. Also wir gehen rum, wenn mich das Maschinchen lässt. Und dann gehen wir gleich mal in den ersten Stock, wenn die Dame fertig ist. Ich leuchte so gut, dann mache ich mal Pause bei euch. So, wir gehen hier schon mal auf den Weg nach oben. Scheint alles hier zu halten. Das Treppengeschoss, aber die Tapeten auch hier am Abgehen. Nicht so wie unten. Oh, hier ist unten noch ein bisschen Teppichboden. Es geht auch noch in Speicher. Okay, jetzt gehen wir erstmal ins Zimmer hier rechts rein. Uiuiui, ist aber auch interessant. Okay, es ist auf jeden Fall leer. Schade, wir haben eigentlich gedacht, dass vielleicht noch was drin steht. Das ist natürlich schade. Naja, vielleicht findet doch meine Frau noch das eine andere Fotomotiv. Wird hier schwer. Wird hier schwer, ne? Nee, doch, hier ist doch was. Hier, guck mal, ein Eimer. Das ist ein Eimer. Aber hey, man muss ja mitnehmen,
was man kriegen kann. Ne? Und was war das letztes Mal? Zombieland, was wir angeguckt haben, ne? Ja. Genau. Regel 32, erfreue dich auch an den kleinen Dingen des Lebens. Genau. Und wenn es ein Twinkie ist. Und hier, guck doch mal, das ist doch moderne Kunst. Hier an der Lampe, Lampenschirm hier die Tapete dran gehangen. Das doch hier. Guckt euch das an. Ach, das ist schön. Also derjenige, dem das mal gehört hat, hier das Haus und das Video irgendwann sieht, hast du gut gemacht. Hast du ganz gut gemacht. So, wie gesagt, hier geht's raus an die Straße, noch Bahngleise. So. Dann gucken wir auch gleich rum. Könnte vielleicht sein, dass es ein etwas kürzeres Video wird. Da hat meine Dame ein tolles... ein Urbex Shorty wird's. Genau, ein Shorty. Den reservieren wir uns jetzt den Namen für das. Was haben wir hier noch? Kein Lampenschirm mehr dran. Oh, kleines Zimmer. Leider leer. Interessant. Hier. Wahrscheinlich dann auch mal fürs... das Bett gestanden oder so, Kinderzimmer vielleicht. So. Jetzt geht es nochmal in den Dachboden rauf. Den machen wir auch direkt im Anschluss. Das Foto meiner Frau ist fertig. Ich gehe einfach mal vor. Ich hoffe auf keine Holzwürmer. Oh, hier ist doch noch was. Ja, hier, guck mal, ein kleines Schränkchen. Wir machen auch mal kurz auf. Nee, ist natürlich leer. Ja, ein bisschen was ist da drin. Viele Spinnweben, wir machen wieder zu. Aber die Beleuchtung. Oh, achso, da war noch das. Wenn du nicht fällst, dann stößt du dir den Kopf. Ja, natürlich, das ist auch alles drin. Die Beleuchtung ist gut, oder wie? Ja, wisst ihr. Ich glaube, Moment, das ist jetzt immer Arbeit, weil hier ist scheiß dunkel. Ja, es ist dunkel. Aber dann guckt er halt jetzt die ganze Zeit hier die Ding an. Ich gehe weiter hoch. Das Kästchen steht auf jeden Fall nicht original normal so hier. Würde ich sagen, das steht sehr im Weg. Naja, hier haben wir ein bisschen was an Dachboden noch. Aber jetzt auch nichts Spektakuläres, leider. Also auch kein kleines Schätzchen für euch dabei. Oder so. Dann würde ich sagen, ich gehe wieder runter und dann gehen wir gemeinsam in den Keller. So, Leute, begleitet mich jetzt hier in den Keller. Oh, das ist interessant. Hier steht auch nochmal so ein Beistelltisch. Hier unten drunter. Guckt euch das an. So mit Glas noch. Nee, oder mit Netz. Nee, das ist so mit Netz. Kann auf jeden Fall meine... Frau noch mal hier. Hatte schon. Oh, hier gehen wir mal rein. Er wird wahrscheinlich auch leer sein. Denke ich mal. Zumindest hier ist leer. Kleines Fensterchen. Aha. Naja, hier haben wir ein bisschen Holz. Okay. Ach, hier ist übrigens genau. Ach, das ist die Kellertüre. Die ist also quasi zur Straße hin. Und hier sehen wir auch nochmal. Hier kann man. Oh, schön, Spinnweben. Die fühlen sich hier wohl. Ha, ja, das war. Oh ne, wir haben noch hier. Ich habe noch ein Highlight für euch hier, eine Leiter. Guckt euch an. Die ist sogar relativ neu. Sieht die aus. Guckt euch das an. Sonst die, oh. Sie ist beinahe unterschlagen. Guckt euch hier noch an. Ach hey. Oh, das geht aber runter. Ich muss aufpassen. Oh, leck mich am Arsch. Hier. Alter Vater. Ist noch Wasser drin? Okay. Oh, das kam jetzt noch hier spontan. Hätte ich beinahe nicht gleich gesehen. So. Wir wissen nichts über diesen Zufallsfund. Ja, ihr kennt das ja bei so Zufallsfunden. Da kannst du auch, gerade bei so Wohnhäusern, da kannst du wieder nur spekulieren. Ja, das war's mit dem Keller. Dann gehen wir schon wieder hier raus. Und dann sehen wir uns, wenn wir wieder quasi draußen sind. Ne? Bis gleich. Jo, da sind wir wieder draußen. Wir gucken mal noch, dass wir hier so ein paar Sachen hier von außen noch für euch einfangen, wie das ungefähr mal aussah. Hier das kleine, wie gesagt, da hinten die schicke Freilufttoilette. Und was hatte ich noch vorher gesehen, wo ich angefangen hatte, das Video zu drehen? Ist so ein schöner kleiner Eisenzaun. Hier, guck mal. Oh, nicht schlecht. So, und das hier, oh, an den Dornen. Ihr seht die ganzen Dornen. Vorbei. Also wenn ihr mich nicht hört, dann liegt es an den Autos. So, hier haben wir noch so ein bisschen Außenaufnahme. Ich mache nochmal von der Straße so ein bisschen was für euch. Und dann ist das Video schon zu Ende. Ne? Bis gleich. So, da sind noch hier so ein paar Außenimpressionen. Muss ich aufpassen beim Gehen, dass hier alles total weich ist.
So sieht das Schmuckstück aus von außen. Also, das war's dann schon mit dem kleinen Häuschen hier. Ja, Leute, da sind wir wieder draußen. Da muss ich mal kurz das Licht ein bisschen drehen. Gruselig. Ja, das war's mit diesem kleinen Zufallsfund, ne? Von einer anderen Location. Es gibt also quasi hier wirklich, wenn meine Frau hier schneidet, einen Shorty quasi. Und ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen Spaß gehabt. Und guckt beim nächsten Mal wieder rein. Und ja, bis dann, wenn es wieder heißt, Urbex mit Mehr und Alex. Und Daumen hoch. Ach ja, genau. Und wie sagst du immer schon, das Knöpfchen drücken, ne? Fürs Abonnente. Ne? Also, bis dann. Ciao, ciao. Ja, was man nicht immer so alles an der Straße findet. Ne? Schade, dass da keine Einrichtung mehr drin war. Aber wir fanden es trotzdem ganz cool, das kleine Häuschen. Wir hoffen, ihr auch. Macht's gut. Ciao, ciao.